Außenlasten am Kampfflugzeug anbringen, Beladewettbewerb auf der Holloman Air Force Base. Letzte Vorbereitungen beim Wettkampftag auf der Holloman Air Force Base in New Mexico. Bei der sogenannten Load Competition treten deutsche Tornado-Warte gegen zwei amerikanische Teams an. Bei dem Wettbewerb, der vierteljährlich stattfindet, geht es um das schnelle und vor allem sichere Anbringen von Außenlasten an einem Kampfflugzeug. Drei Teams, bestehend aus je drei Mann, nehmen mit ihren Flugzeugen teil. Die Deutschen mit dem Tornado, die Amerikaner mit einer Drohne vom Typ Reaper und einem F-16 Kampfjet. Zwei Wochen lang haben sich die Tornado-Warte intensiv vorbereitet. Augenscheinlich ist immer die Zeit, allerdings spielt die gar keine große Rolle. Es geht eigentlich hauptsächlich um die Sicherheitsbestimmungen und um das ordnungsgemäße Anbau der Außenlasten. Zunächst heißt es für die Teams aber Anzugskontrolle. Danach ein kurzer schriftlicher Test und die Inspektion der Werkzeuge. Alles wird bewertet. Angehörige und Kameraden der Teams sind gekommen, um den Wettkampf zu verfolgen. Dann wird es ernst. Gleich beginnt der eigentliche Beladewettbewerb. Schnell und konzentriert macht sich das Luftwaffenteam daran, Bomben und Raketen am Tornado zu montieren. Jetzt zeigt es sich, ob das Team gut genug eingespielt ist. Nach rechts vorbereitet? Ja. 1, 2, 3. Wir achten darauf, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, dass ja, laut nach Kartensatz gearbeitet wird hier, dass die Bomben richtig übernommen werden, wie es im Kartensatz steht. Und ja, dass nichts passiert, dass man, wenn ein Werkzeug runterfällt, sag ich mal, dass man das auch wieder kontrolliert. Auch an der Drohne und der F-16 wird emsig gearbeitet. Die Teams geben alles, jeder möchte seinen Verband und seine Nation so gut wie möglich vertreten und natürlich gewinnen. Bei der deutschen Mannschaft ist alles bestens gelaufen. Das Dreimann-Team hat seine Aufgaben am schnellsten erledigt. Die Außenlasten sind am Tornado angebracht. Wichtig: Neben Schnelligkeit muss vor allem die Qualität der Arbeit stimmen, da nehmen es die Juroren ganz genau. Wenig später ist auch die Mannschaft der Reaper fertig. Nur an der F-16 ziehen sich die Arbeiten noch in die Länge. Kritische Blicke, der Schiedsrichter. Schließlich hat es auch das F-16-Team geschafft. Die Mannschaften treten an zur Siegerehrung. Ein US-Oberst verkündet das Ergebnis. I'll make that announcement here. So representing the German Air Force. Congratulations. Erster Platz für das Tornado-Team, das am schnellsten, aber auch am sorgfältigsten gearbeitet hat. Als Bestätigung dafür gibt's Urkunden aus der Hand des US-Kommandeurs und zahlreiche Glückwünsche von den amerikanischen Konkurrenten und natürlich von den Kameraden aus dem eigenen Verband. Oberfeldwebel Tobias May ist zufrieden mit der Leistung seines Teams. Es passiert natürlich alles das, was nicht passieren soll. Die ein oder anderen kleinen Sachen, die abgesprochen waren, wurden so nicht gemacht, aber wir haben improvisiert und ich denke, dass wir das Beste daraus gemacht haben. Lange können sich die deutschen Tornado-Warte aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Schon im nächsten Quartal wird wieder eins ihrer Teams gegen die Amerikaner antreten, um den Titel als beste Load Crew zu verteidigen.